Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wargroove für die Switch. Und wer beim letzten Mal dabei war, der weiß, dass wir mit Cäsar gespielt haben. Eine Nebenquest und diesmal geben wir uns weiter in der Hauptquest Akt 2, Mission 2. Da gehen wir direkt rein. Schatten im Nebel. Nach Setches Niederlage bedrohen die Floraner Emmerich nun erneut. Okay, gehen wir rein. Ich bin der Herrscher dieses Waldes. Der Finsterwald ist die Heimat und das Jagdgebiet meines Stammes. Darum betretet ihr unser Land, bewaffnet und in voller Rüstung. In glänzendem Stahl mit Schilden und Schwertern. Seht ihr, grünen Daumen, sie sind Eindringlinge. Sie sind gekommen, um Floraner zu töten. Setch wird... No. Nein. Setch, das ist die Aufgabe eines grünen Daumens. Eure Invasion endet hier, Menschenvolk. Ich werde die Floraner um jeden Preis verteidigen. Oh, klingt gut oder böse? Man weiß nicht. Boah, meine Nase ist dicht. Heieiei. So. Heieiei. Was denn für ein Typ? Ich höre Schritte zumindest. So. Und diese Fensterriesen sind nicht zu unterschätzen. Wir sollten versuchen, sie mit unseren Trieböcken auf Distanz zu halten. Ich mach mal hier das Bild weg, dann können wir es besser lesen. Unsere Trieböcke können sich zwar nicht im selben Zug bewegen und angreifen. Dank ihrer Reichweite und Durchschlagskraft werden sie unseren Gegnern allerdings äußerst gefährlich. Natürlich können die Trieböcke nichts angreifen, was sie nicht sehen. Wir sollten daher Kampfhündchen in die Berge schicken, um unsere Sichtweite zu erhöhen. Okay, also die Trieböcke sind ja diese Dinger hier, wahrscheinlich, da. Ach guck mal, wir können ihn sogar angreifen. Das machen wir 81. Na gut, dann kriegt er doch mal einen verpasst. Schön verbuhlt am Kopf. Bäm. Was sagst du dazu? Warte mal. Ist eigentlich schon schön, wenn mein Logo trotzdem noch zu sehen ist. Deswegen stellen wir es einfach mal hier oben in die Ecke. Das stört euch nicht so. So, schön reingeballert das Ding. Gut, dann werden wir mit ihm hier vielleicht den Rest geben. Ja, das geht sogar. Machen wir. Spell for this. Ist geil, auf so einem Riesen sitzt ein kleines Eichhörnchen. Jetzt hüpft das weg. Das ist auch irgendwie witzig gemacht. So. Also, wir gehen mal hier auf die Berge rauf. Okay, und mit denen können wir da auf den Berg raufkommen? Ah, nicht ganz. Aber wir können schon mal ein bisschen die Reichweite erhöhen. So, du gehst mal hier runter und besetzt dieses Häuschen. Ja, das ist unser Haus. Also, was sind den Trieböcken? Die ziehen wir mal ran. Nicht daran. Und wen haben wir hier noch drin? Ich glaube, wir holen uns noch einen Hund. Nee, warte, wir brauchen noch jemanden. Wir brauchen noch einen Schwertkämpfer, der ein Haus besetzen kann. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, die besetzen auch was. Ist der ein gutes Recht? Wollen sie tun? Okay. Okay, wir wissen jetzt nicht, wie weit wir kommen, aber wir können mit dem Hund hier ein bisschen die Reichweite erhöhen. Wie war noch keiner in der Nähe? Ach, das hin. Ach, guck mal, da oben ist schon einer. Du gehst mal weiter nach vorne. Ich nehme auch weiter nach vorne. Stellen wir hier hin. Viel mehr können wir nicht machen, aber wir können, glaube ich, noch hier so ein. Obwohl, mit dem können wir auch noch weiter nach vorne, ne? Wollen wir mit dem weiter nach vorne gehen oder lassen wir den da stehen? Ich glaube, es macht Sinn, mit dem auch weiter nach vorne zu gehen. Vielleicht nicht ganz so weit. Vielleicht gehen wir erstmal nur hier hin. Und hier suchen wir uns nochmal ein... Jo! Ein Jäger aus. Sehr gut. Und du könntest natürlich das Haus besetzen schon mal. Weißt du, ob du angegriffen hast? Wir suchen es mal. So. Okay. Bin ich gespannt. Ah, die besetzen weiter da drüben. Sollen sie ruhig. Ich hoffe nur, es kommt jetzt keiner zu uns direkt hier. Okay. So, wir müssen ein Hündchen noch weiter schicken. Irgendwie, dass wir noch auf einen anderen Berg kommen. Jetzt setzen wir mal dahin. Guck mal an, da sind schon ein paar Gegner. Wie weit können denn die... Die können nur so weit. Die können so weit. So weit. Die Frage, ich kann natürlich noch nicht schießen. Aber mit dem können wir auf jeden Fall dichter kommen. Setzen wir mal hier hin. So, mit dem gehen wir mal... Wie könnt ihr? Okay. Gehen wir mit dem bis hierhin.
Wer könnt ihr kommen? Dann können wir mit dem hier noch hier hingehen. Und die setzen wir da hin. Okay, den setzen wir auch mal auf den Abmarsch. Und wen haben wir da jetzt noch holen? Wir holen uns noch mal ein Pikenier. So, dahin. Was machen wir mit ihr? Sag, du bleibst mal da stehen. Ja. Okay, jetzt wird angegriffen wahrscheinlich. Können natürlich gut von Weitem treffen. Ach, guck mal, da oben kommt schon so ein Golem wieder. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Also, als erstmal müssen wir versuchen, ob wir mit ihm hier irgendwelche abkriegen. Ja, guck mal hier. Kannst du von hier auch angreifen? Ja. Und dann greifst du ihn hier an, ne? Genau. So. Eieiei. Müssen wir ihn auf jeden Fall erstmal einfach ballern, weil der ist ja wirklich sehr stark. Glaube, wenn der erstmal nach vorne kommt, müssen die Trieböcke natürlich schützen. Denn wenn die Trieböcke erstmal kaputt sind, dann haben wir Pech gehabt. Guck mal, da kommt nämlich direkt an unseren Triebock ran. Was natürlich schlecht ist. Worauf ich jetzt nicht geachtet habe. Der kann ihn, glaube ich, gut kaputt hauen. Aber. So, hier. Also wir können die hier komplett kaputt machen von hier hinten. Das machen wir auch. So viel Schaden wie möglich austeilen. Okay. Den Hunden können wir auf jeden Fall auch angreifen. Das ist schon mal gut. Die Frage da. Wir können natürlich mit dem Hunden können wir natürlich komplett die Platten machen. Gar nicht ganz platt machen können wir sie nicht. Aber du kannst sie platt machen. Das machen wir mal. This should do the trick. Weg mit denen. Wir müssen so angreifen, Mann. Das geht's nicht. Wir haben nicht ein bisschen Schaden bei uns, aber wir könnten dann mit dem hier noch den Rest Ding geben, damit die gar nicht erst in die Nähe von uns kommen. Ich habe natürlich ein bisschen Sicht eingebüßt, aber das macht nichts. Da können wir ja gleich wieder zurückgehen. Hoffe ich zumindest. So habe ich es mir vorgestellt. Mal gucken, wie weit er gehen kann. Er kann theoretisch von beiden Seiten angreifen, wenn er will. Also wir müssen das Ding da, diesen Tree, auf jeden Fall schützen. Wir gehen mit ihm hier hin. Und mit dem Hund gehen wir uns da hin. Erstmal. So, wir holen uns aber einen neuen Hund. Wir können auch einen Ritter holen. Ne, wir holen uns erstmal noch ein Kampfhündchen. So. Ach, scheiße. Bei ihnen habe ich natürlich nicht gewartet. Die können natürlich ganz gut reinklappen. I have a spell for this. Wir müssen auf jeden Fall schützen, denn die können ja auch gewinnen, wenn sie nur meinen Kommandanten töten. Ja. Ich glaube, die machen aber nicht so viel Schaden, oder? Nein. Aber das ist noch ein Riese, der rumläuft. Ach, guck mal, er geht gar nicht zu uns hin. Das ist schon mal gut. Heißt, wir können auf jeden Fall mit dem Hund hier gleich auf den Berg gehen. Das machen wir auch gleich. Aber das können wir vielleicht mit dem Hund auch machen. 10% hat er noch, 6 hat er noch. Den können wir den doch direkt platt machen. So, erstmal haben wir Sichtweite und zweitens können wir den platt machen. Super. Ich liebe meine Hunde. So. Gut. Die können wir auch wegjagen. Schaffen wir nicht ganz, macht aber nichts. Mit dem schaffen wir es auch nicht ganz, okay. Aber ja, trotzdem, der ist mal weg.
Und Schuss! So. Hier können wir auf jeden Fall das Haus versuchen. Ah, das können wir gar nicht einnehmen. Wenn wir die Sicht noch ein bisschen. Da oben hat er so ein ekliges Viech raus. Ist ein Viech rausgekommen. Und dann mal gucken, wie wir die Meute da in Gang bekommen. So, müssen wir gucken, wie weit wir überhaupt vorgehen können. Also der kann mich da nicht treffen, aber wir könnten. Warte mal. Mit dem bis hierhin auf jeden Fall gehen, ohne dass was passiert. Und wie weit kannst du gehen? Der kann auf jeden Fall meinen Hund angreifen. Was kann er alles angreifen? Er kann auch ordentlich was angreifen, aber das macht nichts. Das ist natürlich viel Schaden, was wir da einnehmen, wenn wir den jetzt angreifen. Aber was soll man machen? Wir brauchen das Ding ja vielleicht. Aber wir können ihn. Ach warte, wir können auch erst den platt machen, ja. Pass auf, wir gehen mal hier hin. Verlieren zwar viele Leute, aber wir verlieren auf jeden Fall auch einige. Und können ihn natürlich platt machen, aber dann würden nicht wie anderen angreifen. Da, das ist natürlich eine dumme Idee. Also, wo kommt der? Mein Trieber kann da nicht angreifen, ne? Na ja, gut. Dann wir ihn mal hier hin. Und hier machen wir mal ein Schild des Altmeisters. So. This should protect us. Muss man ja auch mal irgendwie nutzen, ne? Na, wir warten noch eine Runde ab. Obwohl, wir könnten noch mal hier ein Schwertkämpfer raushauen. So. Na guck mal, war klar, dass der abhaut. Aber von da oben trifft er natürlich gut. Und macht die Platz. Aber das war mir auch zu erwarten. Okay. Das ist natürlich doof, dass die Hunde kommen. Die beißen natürlich ganz gut rein. Ah, schade. Aber die kriegen wir gleich mit dem Bogen. Ja. Gucken, wie weit wir Reichweite haben. Wir könnten das Ding hier angreifen, aber ich sehe, ich stehe genau so drin, dass der mich angreifen kann. Seht ihr das? Natürlich schlecht, das wollen wir nicht. Deswegen gehen wir mit dem einen Schritt zurück. Wir können auch andere zu mir hinkommen. Nö, ne? Also gehen mit dem einen Schritt zurück. Oder was, zwei Schritte? Oder einen Schritt nochmal? Ne. Ein Schritt reicht. Und da können wir leider nur warten. So, mal gucken, wie wir das machen hier. Dann können wir die wegmachen. Dann stören die uns nicht mehr. Können wir platt machen, aber dann haben wir keine Sichtweite mehr. Aber können wir mit dem Hund nicht auf eine Sichtweite kommen noch? Doch. So, dann könnten wir noch ihn benutzen. Nur diese hier platt sind. Wenn wir keine Bogenschützen mehr haben. Machen wir einfach mal. So. Den Altmeister schicken wir mal nach hinten. Ich habe ein bisschen Angst, dass der mich irgendwann mal angegriffen wird. Obwohl, kann er irgendjemand angreifen von da? Ne, das kann eigentlich keiner. Was diese Runde ist, ist noch egal. Nächste Runde müssen wir schon aufpassen. Bogenschützen können wir auch mal weiter nach vorne jagen. Und du gehst mal weiter hier hin. Genau da rein. Und dann holen wir uns hier noch so ein Tribok. Ganz geil, glaube ich. So. Bin gespannt, wie wir das hinkriegen. Ja, ich glaube, das war's, ne? Dann lassen wir ihn nochmal angreifen. Oh, natürlich scheiße. Meine Hunde sind natürlich sofort
Auf Akta, aber dafür haben wir ihn auch gleich platt gemacht. So. Jetzt gibt's hier. Jetzt gibt's. Kasala. So. Gucken wir das machen. Also ihn können wir auf jeden Fall hier schon mal wegmachen. Scheiß auf die. Den brauchen wir nicht. So. Und. Den kriegen wir doch auch hier, ne? Ja. Ich glaube, der macht richtig Schaden, nämlich wenn der trifft, der hat auch das ganze Ding kaputt da. 10%, das reicht natürlich nicht. Ah, wenn er sich rankommt, das ist natürlich auch blöd. Okay, was fehlt denn hier? Was können wir jetzt noch machen? Ne? Problem ist, der könnte mich dann gleich platt machen, wenn er durchreitet. Und der auch, das heißt, wir müssen ihn hier auf jeden Fall in Sicherheit bringen. Erstmal stellen wir ihn hier. Wir können ihn natürlich platt machen jetzt, aber ja, das Problem ist, der muss platt gemacht werden, weil sonst haben wir gleich echt ein Problem. Zu wenig. Das greifen wir trotzdem an. Ah, kann man was verlieren. Nicht schlimm. Wir machen das einfach mal. Ist dumm. Weiß, aber. Die sind so hart. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die. Dass die uns da richtig platt machen. Ein bisschen Sicht eingebüßt, wie man sieht. Mit ihm hier werden wir das noch mehr Sicht einbüßen. Aber dafür haben wir das Riesenviech da weg. So. So. Die sind noch drin, die sehen wir noch. Und er kann aber auch nicht zu mir hinkommen. Weil das ist mir noch nicht platt hier. Aber er kann auch nicht zu mir da hinten hinkommen. Und er kann keinen Tribok zerstören. Nö, alles gut. So. Und wir holen uns noch irgendwie, was holen wir uns denn noch hier? Unser Ritter. Wir haben noch gar keinen Ritter, haben wir noch nicht. Okay. Ja, okay, da können wir nicht viel machen. Verlust ist überall. Nee, sogar noch einen Hund mal holen. Ah, guck mal. Ja, okay. Das ist natürlich clever. Die Hütte holen wir uns auch noch, keine Angst. Okay. So. Der Hund geht wieder hier rauf, damit wir ein bisschen Sichtweite haben. Ein paar Pfeile auf die schicken. Sind die schon mal dezimiert? Machen wir auch mal kurz platt. Yes, yeah. Weg und. Also hier kann der jetzt eigentlich keiner rankommen. Doch, der kann rankommen. Das dürfen wir nicht zulassen. Der soll gar nicht jetzt angreifen. Den machen wir gleich auch weg. Kriegen wir nicht mit. Schade. Also, das Problem ist, dass diese Dinger jetzt hier einen von diesen Trieböcken da kaputt machen können, was natürlich sehr scheiße ist. Aber es lässt sich gerade nicht vermeiden, denn ich kann da nichts davor stellen, oder? Aber ich kann ihn da hinstellen. Dann kann er zwar noch laufen, aber er kann nichts angreifen. Das ist schon mal gut. Hier müssen wir trotzdem irgendwie nach vorne, damit wir ein bisschen in Gang kommen. Aber wir warten noch. Ja, nehmen wir noch ein Hündchen. So, das war's. Bin ich gespannt. Na,
Guck, er kann die angreifen, das soll er, aber solange unser Triebwerk nicht bekommt, ist alles so gut. Ärgerlich, aber lässt sich nicht vermeiden. So. Und das kann er jetzt nicht machen, eigentlich, oder? Wir müssen auf jeden Fall seinen Geldhahn zudrehen. Machen wir jetzt auch gleich. Sollte ich locker platt machen, aber wir können ihn auch so platt machen. So, wir gucken, wie weit er jetzt weg ist hier von meinem Gefährt. Ich könnte mit dem auf jeden Fall hier hinfahren. Und da kann er nicht angreifen, der auch nicht. Die vielleicht, aber es soll uns nicht stören. Oh, warte. Okay, der kann uns das Ding angreifen. Hier, das ist ja schlecht. Dann stellen wir den mal hier hin. Ja. Und was holen wir hier raus noch? Noch ein Ritter. Wahrscheinlich zu den Hunden hingehen gleich. Und dann stellen wir unseren Ritter mal hier hin. Ja, los geht's. Armen Hunde. Naja. Ja, ihn müssen wir natürlich gleich in Deckung bringen. Denn die hauen ja ganz gut rein, die. Ja, sind auch weg. So. Hat natürlich die Hunde ausgelöscht, natürlich schlecht. Aber. Die Reichweite ist zwar weg. Dann machen wir jetzt was anderes. Noch kurz platt. Lightning Blast! Hier können wir die Gegner leider nicht mehr sehen, das natürlich schlecht ist. Aber dann müssen wir uns noch einen Hund holen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit die hier vorausgelaufen sind. Können wir leider auch nicht sehen. Aber wir können auch definitiv. Ach, guck mal. Ich greife kurz an. Dafür kriegt er jetzt mal keine Kohle mehr. Na, nur die Hälfte, das macht aber nichts. Das Ding haut ja auch nochmal die Hälfte weg, würde ich behaupten. Es ist schade, dass wir nur keinen Hund haben, der uns da so ein bisschen mehr zeigen kann. Da ist einfach der eine Heini. Also die Frage, wie dicht die jetzt schon rangekommen sind. Ich glaube, wir sollten mit dem mal auch hier hochfahren. Kann ich auch noch warten. Warum warten wir da oben? Abschießen kann ich hier nicht. Mal kurz da oben fahren. Da warten. So. No. Nein, ich werde nicht unter die ansehen, wie er mein Volk bedroht. Okay. Was ist jetzt? Oh nein, nicht meine Hunde, nicht meine Hunde. Okay. Setzen wir kurz. Dann. Geh weg. Was anderes, war klar.
Was kannst du nur angreifen hier? Ist da nur? Dann gehen wir den Rambock mal hier runter. War da irgendwie ein Pekinier hier oder was? Okay. Bin gespannt. Ja. Das war klar. Aber. Das war ja auch nicht so geplant, aber egal. Hauptsache so ein bisschen. Oh, also dich kommt da nicht ran. So. Jetzt müssen wir uns überlegen hier. Können wir die wegmachen? Können wir auch hier mit wegmachen? Wie weit kommt er denn ran? Der kann mich komplett erwischen. Ich würde natürlich ganz gern den hier platt machen, damit er gar nicht erst zu uns in die Richtung kommt, aber. Also, er kann auf jeden Fall nicht dahin kommen, er kann nicht dahin kommen. Aber er kann in der nächsten Runde meinen Rambock zerstören, deswegen stellen wir den Rambock nochmal hier. Und du machst den hier platt. Problem ist, er kann mich angreifen, also wir müssen mit dem hier auf jeden Fall auch mal einen Schritt zur Seite gehen. So. Noch ein Ritter. So. Jetzt müssen wir noch einigermaßen gut aufgestellt sein. Was können wir mit ihnen machen? Ach, warte mal, wie kommt er denn da? Ne, komm auch da hin. Nur mal einen Schritt vor. So. Zug beenden. Achso, echt? Hab ich so falsch geguckt? Das ist wahr. Na gut. I have a spell for this. Die kannst du euch angreifen. Die sind zwar kaputt, aber. Die kosten ja auch arsch viel Kohle, die Riesen. Das heißt, wenn wir die alle platt immer machen, glaube ich, ist der schon so ein bisschen angepisst, oder? Ja. Gib mal nicht so viel Geld für deine Riesen aus. Die bringen ja nichts. Unsere Finsterriesen. Ihr zerstört die Hüter des Waldes. So sind wir halt. Fies und dumm. So. Das war eine sehr defensive Rolle, die wir gerade einnehmen. Und wir spielen auch sehr defensiv, aber das macht, glaube ich, auch Sinn hier. Dass einfach zu viele sind. Können wir nicht so viel Schaden machen, aber wir haben ja noch einen Hund hier. Der kann mal hier hinlaufen. Und die schicken wir schon mal hier. Die schicken wir schon mal dahin. Und du darfst dann mal schön kampieren. Obwohl, triffst du den? Tatsächlich. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen hier kampieren. Wir sind ja nur zu dritt hier, ne? Lass uns die ruhig opfern. Damit ich ein bisschen was sehe noch. So, lassen wir es erstmal. Wir können auch nicht viel machen. Aber wir können noch eine Einheit holen. Warum holen wir noch so einen. Ach, wir brauchen keine Einheit. So. Okay.
Gut. Weniger Kohle für die. Gut. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Also, wir haben die da stehen und die da. Ihn können wir eigentlich mal ein bisschen ranholen. Das haben wir hier im Wald hin. Und den Pikinier, den schicken wir dahin. Und dann bauen wir uns auch gleich nochmal einen Ritter. Bam. So, bin mal gespannt. Haben sie ja schon ziemlich weit nach hinten getrieben. Also eigentlich müssten wir das ja auch schaffen hier, glaube ich. Ach, ja, der scheiß Hunde. Ja, gegen die Hunde, da haben wir echt die als Bogenschützen überhaupt keine Chance. Das ist echt ärgerlich. Gut. Ah. Okay, so, jetzt werden wir mal ein bisschen aufmischen hier, pass auf. Die greifen wir mal an. Zack, weg sind sie. Ah, nicht ganz. Wenn wir ihn locker, los. Zack. Das war's. Ich würde ihn noch gerne weiter nach vorne gehen, ne, aber geht ja anscheinend nicht. Also ihn müssen wir auf jeden Fall nach vorne stehen, damit wir dieses... Die kleine, das kleine Häuschen hier einnehmen. So, die machen wir platt hier. Genau, können wir springen, wollen wir angucken. Zack. So, wir werden mal den Hund hier auf dieses, diesen Felsblock gehen, damit wir noch ein bisschen mehr sehen können. Von hinten hat er noch irgendeinen so wichtigen Zauberer. Den müssen wir dann wahrscheinlich auch nochmal in den Platt machen. Komm, du läufst auch noch ein bisschen voraus hier. Mindestens bis dahin. Und ich glaube, es ist richtig cool, wenn wir den wirklich ein bisschen nach vorne ziehen hier. Wird kein Erden angreifen. Ja, er kann auf jeden Fall unseren Linksblatt machen, aber viel mehr kann er nicht schaffen. Kann er nichts einnehmen. So, wir müssen auf jeden Fall noch einen, Wettkämpfer. Machen wir hier raus. Und ihn setzen wir mal ganz geschickt hier hin. Da kommt erstmal nichts, was uns angreifen kann. Nö. Ich glaube, ich hätte Bock. Wir ziehen ihn einfach mal mit hier nach oben. Und gucken mal, wo wir den gleich hinsetzen können. Obwohl, naja, lassen wir den da stehen. Wenn wir diesen hier. Mit ihm können wir weiter nach vorne gehen. Und zwar bis hierhin. Dann können wir in der nächsten Runde ja schon ein bisschen was erreichen hier. Da sind wir relativ gut abgedeckt. Mit den Schüssen auch, wie man sieht. Okay, ja, mehr können wir nicht machen. Einen Hund nochmal irgendwo hinsetzen, macht keinen Sinn. Gut, Zug beenden. Oh, jetzt bin ich gespannt, was er macht. Wir sind schon bei Zug 16, das ist schon ein leicht langer Kampf eigentlich. Nature will claim you. Ah nein! Ah, okay. Da hat er keine Chance, der ist jetzt weg. Zack. Oh. Nein, nicht mein Hund. Ah, wohl, macht er die komplett platt? Ah, er war hier nicht ganz gut geschützt da oben, ne? Nee, echt jetzt. Gut, dann müssen wir mit dem Hund nach vorne irgendwie. Mit dem anderen Hund zumindest. Haben wir nicht auch einen Hund hier? Nur noch diesen hier, ne? Okay, den greifen wir nicht an, aber wir können mit dem hier entweder die angreifen oder die. Und mit ihm hier treffen wir auch beide. Also, was ist uns wichtiger, ist natürlich, dass der hier weggeht. Machen wir das auch mal. Das war ganz easy. Und mit ihm hier greifen wir hier an. Wir wollen das gar nichts unversucht lassen. Ah, sind noch ein paar überall. Ja, machen wir hier hin. Da können wir auch hier von der Seite abflanken. So. Zack. Okay, jetzt wird es ein bisschen eng, aber... Ich weiß nicht, wie weit wir vorausgehen können. Ich hole mal nach vorne. Du kannst mal von hier unten ganz geschickt
das einnehmen. Dann gehört es nämlich auch uns. Ich habe ein bisschen Kohle. Und ihn jetzt hier da angreifen. Oder einfach nach vorne gehen, um zu sehen, wie weit die Gegner da sind. Das ist die Frage. Ja, wir nehmen erstmal ihn hier, dann wieder nach vorne. Und wir holen uns mal ein Hündchen. Einfach um hier ein bisschen noch was vorzubereiten. Ah, bleiben wir mal stehen. Obwohl, nee, ihn stellen wir doch nochmal. Greifen nicht an, aber wir stellen ihn direkt hier hin. Gut. Gut, bin ich mal gespannt. Kommen wahrscheinlich ein paar Ritter jetzt, die uns irgendwie platt machen. Oh, oh. So viel ist nicht passiert. Da muss auch ein bisschen refreshen, der gute Mann. Oh, das soll uns nicht weiter stören. Gut, gehen wir hier weiter. Zack. Dann überlegen, ob ich meinen Hund hier einfach nach hier vorne ziehe. Kann zwar nicht ganz so viel sehen. Da oben ist nicht so wild. Und ihn setzen wir einfach mal hier hin. Gut. Vorne. Den lassen wir da stehen. Hier hin. Ein bisschen. Und wir können mit denen, glaube ich, jetzt auch uns trauen, weiter nach vorne zu gehen. So, wir müssen ein bisschen nach vorne laufen. Und was holen wir uns noch? Noch ein Ritter. Zack. Langsam haben wir genug Kohle, um wirklich viel zu machen. Können wir ihn auch nochmal hier hingehen? Dann können wir gleich die Burg da hinten angreifen. Machen wir. So, super. So, jetzt wird es Angriffswelle geben, behaupte ich mal. Ja, genau. Aber gut, dass wir die da vorne haben. Dann sind die zwar weg. Aber viel mehr hat er, glaube ich, gar nicht. Wenn er kommen kann, siehst du. So. Jetzt die Frage, was wir machen. Wir können natürlich einmal das kommt wegreißen und die wegreißen. Die Bogenschützen nerven natürlich, deswegen werden wir die als erstes wegmachen. Die wollen wir auf jeden Fall nicht mehr sehen. Zack. Und Mautzi geht hier oben rauf, um ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Gut. Wir greifen dich an oder wir greifen dich an. Ja, wir machen so. Sind die auch schon weg? Oder oben ist noch so ein Büffel-Heini oder so ein Reiter. Können wir den angreifen mit ihm hier? Ja, können wir. Machen wir auch direkt, damit er gar nicht erst so viel Leben hat. Da ist zwar dieser andere Grünheini da. Ich weiß nicht, was der kann. Müssen wir mal gucken. Aber wie weit kommt er? Kann er angreifen? Kommt nicht weit. Also, wir haben mit dem mal ein bisschen weiter nach vorne. Zwar hier hin. Und dich nehmen wir auch weiter nach vorne. Und zwar. Oh, warte mal, kurz testen. Da. Und wie weiter? Okay. Dann können wir mit dir auf jeden Fall bis hier hingehen. Und. Du greifst einfach mal hier an jetzt. Zack. Ein paar Verluste. Das war nicht so schlimm. Wenn wir Glück haben, dann kommen wir nicht ran. Okay. Nehmen wir den Hund, setzen ihn hier oben hin. Du gehst auch noch mal nach vorne. Also wir haben dich schon recht gut weit nach hinten gedrängt. Also es sollte schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir diese Runde, also wenn wir diesen Kampf hier nicht gewinnen. Super. Zug 19. Jetzt geht's trotzdem mal ein bisschen. Oh, guck mal, da oben hat er noch so einen Bogenschützen rausgeholt. Der kann ja aber nicht angreifen direkt. Glaube ich, oder? So. Oh, gut, er hat fast alles verloren. So, jetzt bin ich mal gespannt. Achtung. Als erstes flanken wir das hier weg. Zack. Damit die nicht mehr Kohle bekommen. Geldknappheit herrscht. Du besetzt das mal. Ganz geschickt. So, ist unser. Du machst die platt. Affen. So, und wir machen jetzt auf jeden Fall den oben platt. Dann ist der weg. Und hier sind wir schießen auf uns. Und wir machen mit dem hier. Kommen wir da ran? Ich glaube nicht, ne? Ah, ärgerlich. Hätten wir andersrum machen sollen. Egal. Es sind keine Gegner da. Also wir können mit ihm auf jeden Fall einen Schritt vorgehen. Und mit dem hier können wir theoretisch das hier angreifen. Das machen wir jetzt auch direkt. So. Und euch schicken wir weiter nach vorne. Ich auch. Bisschen dahin. Gut. Gute Ausgangslage, würde ich sagen. Wir können natürlich noch Leute nachholen. Wir können noch einen Ritter holen. Brauchen wir, glaube ich, aber gar nicht mehr. Wir suchen es mal. Zug 20. Na guck mal, greift nicht an. Das heißt für uns, wir haben jetzt volle Durchschlagkraft. Den hauen wir erstmal weg. So, da kann er auf jeden Fall keine Sachen da bauen.
Wir können ihn hier auch noch wegmachen. Nicht ganz, aber zumindest fast alles. Müssen wir angreifen oder wir können ihn angreifen. Er hat natürlich viel Schaden, aber wir können das kleine Dörfchen hier noch mitnehmen. Und noch weniger Kohle hat. So, jetzt gucken wir mal, ob wir mit ihm hier ihn erreichen da oben. Ja. 41 machen wir weg. Das machen wir. Er kann natürlich gleich angreifen. Muss darauf achten. Na, wie man sieht. Er könnte jetzt direkt auf. Na, er kann es nicht angreifen. Das ist gut. Und er hier auch nicht. Das heißt, wir können mit dem hier. Aber wir können nicht kommen. Dahin könnte er gehen. Okay, dann können wir mit dem hier auf jeden Fall. Da wieder konnte er gehen. Okay, dann können wir mit dem hier auf jeden Fall ein bisschen hier hingehen. Und den lassen wir dann nach vorne laufen. Das Fädchen geht auch nach vorne. Und du stellst dich noch schützend hier vor. Ich kann das Pferd natürlich noch mitnehmen hier. Brauchen wir glaube ich gar nicht mehr, aber wir machen es trotzdem mal. Zack. Jo. Du Ben. Müsste eigentlich jetzt mit langsamer fertig gehen hier, oder? Glaub schon. Hat nichts gemacht. Dann können wir. Naja, jetzt geht es. Okay. Wenn du es wieder ein, soll er versuchen. Dann bauen kann er eh nichts, weil wir uns gleich wieder platt machen werden. So, als erstes. Greifen wir mal mit dem. Aber wir machen mit dem. Man kann das hier angreifen. Mal platt. So, ungeschickter wäre es natürlich andersrum gewesen. Aber so. So, jetzt haben wir noch ihn hier. Wir können natürlich das einmal angreifen. Und du greifst nochmal an. So, dann haben wir auf jeden Fall das auch schon mal wegrationalisiert. Jetzt können wir hier natürlich ihn angreifen. Können wir ihn hier auch erreichen? Nee. Kann er uns erreichen? Nee. Also können wir mit dem hier definitiv nach vorne gehen. Ach, können wir nicht durch. Scheiße. Na gut. Warte mal. Hier kommt er hier. Den auf jeden Fall dahin gehen. Und du gehst mal nach oben und greifst. Na, egal was wir angreifen. Greif mal das Baumhaus an. Kann das einen Platt machen? Also sein Haupthaus oder das andere ist dann auch egal. Wo kommen denn die ziehen wir nach vorne. Und du gehst mal hier hin. So. Ja, jetzt sitzt der doch ganz gut in der Klemme, würde ich sagen, oder? Viel mehr kann er nicht mehr machen. Er kann es versuchen natürlich, ne? Aber Spinnerei bringt das nichts. Das Baumhaus machen wir jetzt auch platt. Haben wir auch schon gewonnen. Zack! Und Buja! Oh, scheiße, noch nicht ganz. Dann machen wir hier nochmal angreifen. Auch das war unser Sieg. Ein harter Kampf, aber wenigstens ist er zu Ende. Ihr seid stark, Kommandant, aber dieser Wald ist mein Zuhause. Ich werde euch mit all seiner Macht zerschmettern. Hey! Wartet, wartet, wartet! Macht doch nicht gleich so ein Drama. Mhm. Drama? Nuru, ich bin froh, dass ihr hier seid. Diese Eindringlinge sind... Sind was, in einem Wald gewandert? Diese Eindringlinge sind Flüchtlinge aus Kirschenstein. Nein, Nuru, diese Leute haben Sedge angegriffen. Sedge wurde nicht angegriffen. Er war es, der angefangen hat. Einer meiner Speer hat alles beobachtet. Und Gründaum, das sind nicht einfach irgendwelche Flüchtlinge. Wenn ich mich nicht irre, steht eine leibhaftige Königin vor uns. Ihr seid Königin Mercia? Ja. Das bin ich. Und es ist wahr, wir sind nur auf der Durchreise nach Himmelssang. Gründaum. Sedge, was habe ich dazu zu sagen? Nuru lügt. Was? Was? Du stinkender, schleimiger, schäbiger Schuft. Das reicht, Nuru. Sedge. Wenn unsere Gäste abgereist sind, möchte ich ein Wörtchen mit euch reden. Wartet im Schwemmwald auf mich. Geht jetzt. Aber Sedge ist... Jetzt! Oh. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich hoffe, ihr könnt mir und meinem Volk die Unannehmlichkeiten vergeben, die wir euch bereitet haben. Ihr kamt in Zeiten der Not zu uns und wurde angegriffen. Bitte vergebt mir. Wir nehmen eure Entschuldigung dankend an. Thank you. Ich danke euch. Heißt das, dass ihr uns helfen wollt? Lasst ihr uns in den Finsterwald durchqueren? Kirchenstein wurde von Horden aus Höllenheim überrannt. Es kann nicht mehr lange dauern, bis sie auch im Finsterwald sind. Natürlich dürft ihr den Wald durchqueren. Und was diese Horden angeht, meine Krieger und ich werden unser Bestes geben, sie an unserer Grenze abzuwehren. Ihr sollt wissen, dass ihr in mir eine Verbündeten habt.
Und obgleich ich hier bleiben muss, um den Wald zu verteidigen, hoffe ich, dass Nuru, unser Beste hier an euch auf eurer Reise, ja, wird erledigt. Merci, alter Mann. Hund, ich komm mit euch. Oh, sehr gut. Sieg! Endlich. Wurde ja auch Zeit, ne? So, wir haben ein Okay. Also wir haben ein C, ne? Man hätte es natürlich besser machen können. Aber, immerhin, geschafft. Hey! Wir ziehen also nach Osten? Ja. Genau. Wir müssen durch die verlorenen Lande reisen, um nach Himmelsang zu kommen. Ha. Die verlorenen Lande, das klingt so geheimnisvoll. Sie sind eher gefährlich als geheimnisvoll. Nun ja, vielleicht ein bisschen von beiden. Übrigens, da ist Emmerich, mein königlicher Berater. Haha, ha. Kein alter Mann mehr, verstanden? Wuff! Oh ja, dich nenne ich weiterhin Hund. Super! Oh, wir haben noch eine Nebenquest, denke ich mal. Oh, zwei Nebenquests vielleicht sogar. Und eine, ja, Hauptquest. Glückwunsch! Du hast weitere Infos zu Gründaum erhalten. Super, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.